Die Weltraumstation Tiangong 1 ist inzwischen auf einer Höhe von unter 170 Kilometern über der Erdoberfläche abgesunken und befindet sich damit bereits in der äußeren Erdatmosphäre, die dort eben allerdings noch relativ dünn ist. Sie wird also bereits langsam abgebremst. Die Raumstation bewegt sich seit März 2016 unkontrolliert auf die Erde zu. Jetzt ist ziemlich genau bekannt, wann sie abstürzen wird. Also alles zum Absturz von Tiangong 1. Wann und wo schlagen die Trümmer auf der Erde ein? Jetzt in Klicks zum Science Fiction. Herzlich willkommen. Tiangong 1 ist eine ziemlich große Raumstation, nicht vergleichbar mit der ISS, aber doch schon ganz schön schwer mit 8,5 Tonnen. Hier nochmal die wichtigsten Infos. Übersetzt heißt die erste chinesische, nicht dauerhaft bemannte Raumstation so viel wie himmlischer Palast. Sie ist etwa so groß wie ein Linienbus und ausgestattet mit einem 14 Kubikmeter großen Labor sowie einer kleinen Wohnecke für die Besucher von Tiangong 1. In den letzten 6 Jahren hat das Raumlabor mehrere Kopplungsmanöver mit chinesischen Raumschiffen der Shenzhou-Reihe hinter sich gebracht. Im September 2011 hatte China Tiangong 1 ins All geschickt und jetzt nach 7 Jahren stürzt die Station mit ihren 8,5 Tonnen Gewicht auf die Erde. Eigentlich sollte sie kontrolliert zum Absturz gebracht werden, aber dann brach der Funkkontakt ab. Die Station ist nicht mehr steuerbar und stürzt jetzt eben unkontrolliert auf die Erde. Schon im letzten Jahr war Tiangong 1 wohl außer Kontrolle geraten. China kann das Labor schon seit März 2016 nicht mehr steuern. Die Folge: Tiangong 1 bewegt sich seitdem unkontrolliert auf die Erde zu. Im Oktober kreist sie die Station nach chinesischen Berechnungen wohl noch in einer mittleren Höhe von etwa 311 Kilometern. Im Mai davor waren es noch rund 350 Kilometer und jetzt sind es nur noch exakt 167 Kilometer, wobei die Höhe zuletzt mit 10 Kilometern pro Tag gefallen ist, also auch jetzt schon wieder etwas niedriger sein dürfte. Das beschleunigt sich in den nächsten Stunden dramatisch, bis sie abstürzt. Regelmäßig gibt es dazu Status-Updates aus China. Ab einer Höhe von 200 Kilometern wurde die Station deutlich schneller durch den Luftwiderstand abgebremst. Jetzt gibt es aktuelle Berechnungen, wonach Teile der chinesischen Raumstation schon in den nächsten Stunden auf die Erde stürzen werden. Es ist jetzt ziemlich genau klar. Die Chinesen schätzen einen Eintritt in den frühen Morgenstunden des 2. April. Das ist bei uns ab 18 Uhr am 1. April. Eine riesige Frage aber ist, wo werden die Trümmer abstürzen? Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns mit Weltraumschrott Gedanken machen müssen, weil er auf Kollisionskurs mit der Erde ist. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch, 1991 fielen Bruchstücke der sowjetischen Raumstation Soyuz 7 auf Argentinien herab. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Weltraumexperten und Expertinnen fordern ja immer wieder, dass ausgediente Stationen und Satelliten direkt im Weltraum recycelt werden, anstatt sie weiter mehr oder minder unkontrolliert auf die Erde stürzen zu lassen. Fest steht für Tiangong 1: Die Station ist nicht mehr steuerbar und stürzt jetzt ab. Dabei wird ein Großteil verglühen, aber 30% wahrscheinlich nicht. Alles, was aus Edelstahl oder Titan gefertigt ist, wird unweigerlich auf der Erde landen und größere Brocken, Generatoren, Motoren und so weiter wahrscheinlich auch. 2 bis 3 Tonnen dürften das im Fall von Tiangong 1 sein. Fest steht dabei nur, dass dabei ein Feuerball aus den auseinanderbrechenden Teilen entstehen wird. Wo das genau sein wird, ist immer noch unklar. Rund 7 Stunden vor dem Eintritt in die dichtere Erdatmosphäre können in einem ersten Schritt wahrscheinlich Kontinente und Städte ausgeschlossen werden. Aber weiterhin heißt es von Expertinnen und Experten, das Risiko, von einem Trümmerteil getroffen zu werden, ist extrem gering. Zitat: Die Wahrscheinlichkeit, von einem Trümmerteil verletzt zu werden, ist so hoch wie die Möglichkeit, zweimal in einem Jahr von einem Blitz getroffen zu werden, so Holger Krag von der ESA. Also nahezu unmöglich. Bislang wurde noch kein Mensch von einem Trümmerteil getroffen. Die Station umrundet die Erde in nur 90 Minuten. Sie legt also in der Minute mehr als 400 Kilometer bezogen auf die Erdoberfläche zurück. Das heißt, dass nur wenige Minuten darüber entscheiden, wo sie genau herabstürzt. Nur eins ist sicher, hier in Deutschland sind wir auf keinen Fall betroffen. Auf Mallorca könnte sie stürzen, denn sie pendelt über der Erde zwischen dem 43. Grad südlich und dem 43. Grad nördlich. Und überall zwischen diesen beiden Breiten Graden kann die Raumstation abstürzen. Für die Weltraumagenturen weltweit ist der Absturz auf jeden Fall ein Glücksfall. Sie können ihre Tracking-Systeme ausführlich testen.
testen und so in Zukunft Absturzorte von Trümmerteilen genauer bestimmen. Immerhin fliegen, Achtung, 7500 Tonnen Weltraumschrott um die Erde. Sobald ich etwas Genaueres weiß, werde ich es euch auf WhatsApp schicken. Da erreichen euch die Nachrichten ja sofort und garantiert. Wenn ihr also nichts verpassen wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir auch vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Und zur Begrüßung gibt es ein kleines Goodie von mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Weltraumschrott, das Ende der Raumfahrt droht. Klicksum, Science and Fiction, immer wieder spannend, würde ich mal sagen. Ansonsten bis dann, bleibt dran.